Ja, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Pfeiffer Holzbau Fachtalk am heutigen Donnerstagnachmittag. Freut mich, dass Sie so zahlreich die Zeit sich genommen haben, mit dabei zu sein. Mein Name ist Bernd Gusinde. Ich bin gelernter Zimmermann, Bau- und Wirtschaftsingenieur und seit ungefähr 25 Jahren im Holzbau tätig und betreue seit 2019, also etwas mehr wie 5 Jahren, das Produktbrett Sperrholz in der Pfeiffer Gruppe. Und ich darf Sie jetzt natürlich herzlich begrüßen zu dieser neuen Reihe, die wir starten, in der wir in loser Zusammenarbeit, Kooperation, in loser Folge mit Partnern, mit ausgewählten Partnern ein paar spezielle Themen im Holzbau beleuchten möchten. Natürlich schaffen wir es in einer Stunde Webinar und auch in den darauffolgenden Stunden, die hoffentlich dann noch kommen werden, nicht alle Details in aller Tiefe zu betrachten. Da bitte ich schon mal um ein gewisses Verständnis. Und bei den circa 200 Teilnehmern, die sich angemeldet haben heute, ist sicherlich auch der ein oder andere Neuling dabei im Holzbau. Und den möchten wir natürlich auch ein bisschen abholen. Deswegen auch schon mal so eine kleine Entschuldigung, falls es für den einen oder anderen natürlich ein paar altbekannte Dinge sind, die wir auch vermitteln. Das große Ziel am Ende dieser Veranstaltung ist es, Lust auf den Holzbau zu machen, Lust auf ja, das Planen, das Arbeiten auch speziell mit Brett Sperrholz zu machen. Und wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern Lösungen anbieten, um die Arbeit und den Umgang damit auch zu vereinfachen. Wir starten heute mit zwei Themen. Einmal dem Thema Schallschutz, speziell Schallentkopplung im Brettsperrholzbau und dem zweiten Thema, den Bauzeitenschutz. Es freut mich, dass wir dazu die Firma Rotoblas gewinnen konnten und in Person den Stefan Bertagnoli von Rotoblas Deutschland, der sich auch gleich nochmal selbst kurz vorstellen wird. Vorneweg quasi so ein bisschen Housekeeping. Es gibt im Zoom-Fenster die Möglichkeit, Fragen zu stellen in diesem Question and Answer oder Fragen und Antwort-Button. Da bitten wir natürlich darum, wir versuchen das Ganze leben zu lassen. Und wir werden nach dem ersten Themenblock dann auch versuchen, die ersten Fragen zu beantworten. Aber es wird auch am Ende des Webinars dann Zeit sein, nochmal auf einige Fragen einzugehen. Falls wir Fragen nicht vollständig beantworten können, dann werden wir das natürlich nachholen und diejenigen dann per E-Mail anschreiben. Das Webinar zu den Folien, ganz kurz, weil das eine häufig gestellte Frage ist, die können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Dazu einfach bitte kurze Nachricht. Dann werden wir Ihnen die Folien des Webinars zumailen. Dann übergebe ich ganz kurz an Stefan, dass du vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir sagst und dann steigen wir ein. Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Bertagnoli. Ich wohne in Rosenheim, habe dort auch Holzbau studiert, vorher Schreiner mal gelernt. Das heißt, ich habe so einen gewissen Holzhintergrund, war 5 Jahre als Konstruktionsingenieur unterwegs und nach einem kurzen Ausflug ans IFT Rosenheim bin ich jetzt seit 2018 bei der Firma Rotoblas und da zuständig für den gesamten Bereich Technik in Deutschland. Das heißt, sämtliche Anfragen, die in Deutschland anfallen, laufen mehr oder weniger bei mir über meinen Schreibtisch. Sämtliche Verbesserungen und Anpassungen an den Markt in Deutschland laufen bei mir. Und dann natürlich sämtliche Webinare, die wir anbieten oder wo wir eingeladen werden, das heißt Schulungen und Ähnliches. Auch das ein Teil meines Aufgabengebietes. Und vielleicht der eine oder andere, wenn er Fachzeitschriften hier und dort mal liest, wird meinen Namen vielleicht auch daher kennen. Das heißt, das ist so mein Gesamtpaket, was ich zu bieten habe und spezialisiert eben im Bereich einmal. Was Verbindungsmittel angeht, das lassen wir heute diesmal aus. Aber gerade den Bereich Schallschutz und dann natürlich das Thema Abdichtung, wie läuft es auf der Baustelle? Ja, für die Praxis, aus der Praxis ein Stück weit. Das heißt, wir freuen uns, Sie haben heute den Fachmann oder die zwei Fachleute gegenüber. Wenn Fragen da sind, dann eben später einfach in den entsprechenden Chat schreiben. Und damit, Bernd, darfst du anfangen.
Alles klar, vielen Dank, Stefan. Ja, das Thema Verbindungsmittel, das haben wir, da haben wir schon einen zweiten Termin uns überlegt. Der wird dann wahrscheinlich im Herbst stattfinden. Also da bitte ich dann noch ein bisschen Geduld. Heute geht es, wie gesagt, um Schallschutz und um Bauzeitenabdichtung. Als Einstieg und um, ich sage mal, alle ein bisschen abzuholen, kleine ja, Übersicht zu Brettsperrholz, CLT. Wie ist es entstanden? Was produziert natürlich auch Pfeiffer, aber wie hat sich das Produkt auch entwickelt? Im Prinzip, das kennen sicherlich die einen oder anderen, ich habe es mal genannt, aus Stab wird Platte. Historisch bedingt hat man den Baum aus dem Wald genommen und den zu einem stabförmigen Produkt verarbeitet, in den Sägewerken dann eben zu Brettern oder zu Balken geschnitten und daraus dann auch die entsprechenden Konstruktionen entwickelt, die man jetzt hier auf der Folie im oberen Teil sieht. Stabkirchen, da ist das Wort des Stabes sogar schon enthalten, sehr typisch für Norwegen zum Beispiel, beruhen eben aus diesem Konstruktionsprinzip mit dem Träger und mit dem Stab. In der Mitte ein historischer Blockbau, der natürlich auch aus einzelnen Stäben aufeinandergeschichtet zusammengestellt wird und hier das dritte Bild oben in der Reihe, ein sehr schöner Fachwerkbau, gerade so in Mitteldeutschland weit verbreitet auch. Und alle diese Konstruktionsarten haben aber natürlich die Stange oder den Stab als Konstruktionsmaterial oder Bauteil im Hintergrund. Mit der Entwicklung des Holzbaus gab es natürlich auch einige Entwicklungen, was das Material anging. Und unter anderem ist auch da Brettsperrholz entstanden. Grundsätzlich neuer Zugang dann auch zu den Konstruktionsmethoden. Das ist ein Material mit Platten- und Scheibenwirkung. Und so kann der Planer oder die mit Brettsperrholz Beteiligten plötzlich jetzt nicht mehr nur im Stab denken, sondern eben auch in der Fläche arbeiten, was eigentlich nur den Betonbauern ein Stück weit vorbehalten war. Und das bietet natürlich plötzlich ganz neue Potenziale und auch neue Konstruktionen in Holz auszuführen. Nur mal zwei Beispiele hier unten. Das eine ist ein Vogelbeobachtungszentrum in den Niederlanden mit einer sehr großen Ausgrabung im Obergeschossbereich, was nur sehr kompliziert mit Stäben als Fachwerk eventuell herzustellen gewesen wäre. In dem Fall haben die Wandelemente links und rechts der Ausgrabung Trägerfunktion und halten so die Ausgrabung am Leben oder oben. Und das andere Bild zeigt eine punktgestützte Konstruktion, eben auch etwas, was mit Brettsperrholz durch diese zweiachsige Lastabtragung jetzt möglich wird und neue Freiheiten bietet im Planen und im Bauen mit diesem neuen Werkstoff. Ja, was ist Brettsperrholz grundsätzlich mal? Es ist ein, wie Sie schon gesehen haben, flächiges, massives Holzprodukt für tragende Anwendungen. Ich kann das natürlich auch nicht tragend verwenden, ganz klar. Es besteht normal aus drei rechtwinklig zueinander verklebten Brettlagen, im Normalfall aus Nadelschnittholz. Die Herstellerbezeichnungen variieren ein wenig. Brettsperrholz ist der deutsche neutrale Produktname, der englische Name Cross Laminated Timber oder CLT hat sich auch stark eingebürgert, aber es gibt noch weitere Bezeichnungen, X-Lam oder Xi-Lam. Das ist jedem Hersteller natürlich selbst überlassen, weist eben auf diese überkreuzte Verklebung hin. Aber es gibt auch noch alte oder ältere Bezeichnungen wie Dickholz oder auch Kreuzlagenholz. Die Brettsperrholzkonstruktionen gehören zu den Massivholzbauweisen, nur falls dieser Begriff noch ein paar Mal fällt, dass Sie da das zuordnen können. Und es lässt sich, und das ist das Schöne dabei, natürlich in den Abmessungen sehr groß produzieren und für lastabtragende Wand-, Dach- und Deckenbauteile anwenden. Sie sehen unten ein paar
Bilder, die das Ganze ein bisschen illustrieren. Ja, TLT, eine Erfolgsgeschichte oder Brett Sperrholz, eine Erfolgsgeschichte, muss man in der Tat so feststellen mittlerweile. Die Anfänge gehen zurück auf die, sage ich mal, 1990er Jahre, wo nur vereinzelte kleine Produktionen so ein bisschen für den Eigenbedarf Brett Sperrholz produziert haben. Und so mit dem Jahr 2000, Anfang der Jahre 2000er Jahre ist das Ganze dann auch in die Industrie übergegangen und auch die Produktionen wurden größer. Man geht, das ist eine Quelle vom Holzkurier mittlerweile, davon aus, dass die Kapazität an Brettsperrholzproduktionen im Bereich der Dachregion inklusive Italien und Tschechien bei circa 2 Millionen Kubikmeter Brettsperrholz liegt. Das ist eine ganz schöne Entwicklung. Über diese Jahre. Eine LKW-Ladung hat in etwa 50 Kubik. Da kann man sich dann leicht ausrechnen, was da für eine Menge bereits verfügbar ist am Markt. Aktuell wird das vielleicht nicht komplett abgerufen, aber wir sind ja mit dem Holzbau auf einem guten Weg und hoffen natürlich, da die Kapazitäten auch bald auslasten zu können. Am Ende bedeutet das ein Wachstum von ungefähr 17% plus minus seit dem Jahr 2008. Also man kann dann schon sagen, dass sich Brett Sperrholz mittlerweile etabliert hat im Holzbau und da eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Die Einsatzbereiche, alles, was Sie sich denken können im Hochbau, kann ich natürlich auch mit Brett Sperrholz bauen. Prädestiniert und am Anfang waren natürlich sehr viele kommunale Projekte, Kindergärten, auch Schulen, die in Holz und auch in Brettsperrholz ausgeführt wurden. Über die Einfamilienhäuser, Hotelleriebauten bis hin zu aktuell einem relativ großen Anteil im Wohnbau, der eben auch in Brettsperrholz, in Holz oder in einer Hybridbauweise mit Brettsperrholz verwirklicht wird. Wo liegen die Vorteile von Brettsperrholz? Die sind natürlich sehr weit gefächert. Ich kann in der Architektur, wie schon erwähnt, mit dieser Fläche natürlich arbeiten, auch plötzlich neue und modernere Bauweisen oder Architektur verwirklichen. Ich habe durch die Vorfertigung der Elemente natürlich einen Vorteil in der Bauzeit. Das ist ein Fertigteil, was ich auf der Baustelle verbaue. Ich habe eine gewisse Planungssicherheit. Das ist folgt einem sehr einfachen Prinzip eines lagenweisen Aufbaus, wo ich natürlich wenig falsch machen kann, im Vergleich zu vielleicht etwas komplexeren Bauweisen im Holzbereich, wo ich natürlich viele Funktionen in eine Ebene verschmelzen muss. Ich habe natürlich, da es Holz ist, auch das Thema Nachhaltigkeit, Wohnqualität, CO2-Speicher. Im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, auf die Punkte zusammenführen, die unten genannt sind. Das sind jetzt keine, sage ich mal, fixen Zahlen, die hängen sicherlich auch sehr stark von den einzelnen Projekten ab. Aber ich kann also bis zu 40% kürzere Bauzeiten im Vergleich zum, wie sagen, Nassbau oder herkömmlichen Bau erzielen durch die hohe Vorfertigung. Ich bekomme in etwa mal 10% mehr Wohnfläche. Im Schnitt gerechnet über die Gesamtfläche gesehen. Ich habe natürlich ein deutlich geringeres Gewicht als im Vergleich zum Mauerwerk oder Beton. Das bringt mir auch wieder Entlastung und Vorteile für eine Fundamentierung zum Beispiel. Und ich habe auch im Schnitt mal etwas weniger LKW-Fahrten auf die Baustelle, um Material dort zu verbringen. Also alles in allem eine ganze Palette an Vorteilen, die für den Holzbau natürlich gelten, aber insbesondere auch für CLT. Ja, wo liegen jetzt die Anwendungsbereiche von CLT? Die sind natürlich auch breit gefächert. Von einer Standardplatte, die wir zum Beispiel auch bei Pfeiffer herstellen, mit der 25er Format, auch über eine Rohplatte, die wir natürlich zum Selbstabbund ausliefern können. Gibt es dann die typischen Bereiche Wanddecke, Dach, also als Wandbauteil, Innenwände, Außenwände, besonders auch als aussteifende Wandscheiben, in den Decken natürlich als Zwischendecken, Trenndecken und natürlich kann ich es auch als Dach verwenden im Flachdachbereich, aber auch im Steildachbereich als auskragende Vordächer.
Dort bleibt einem eigentlich keine Begrenzung. Wichtig ist mir auch noch mal darauf hinzuweisen, es gibt auch natürlich darüber hinaus noch Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist zum Beispiel als Rippenplatte oder als vorgefertigtes Treppenelement. In der Statik kann ich das als Platte behandeln, als Scheibe, Wandscheibe oder auch als Deckenscheibe in den verschiedenen Funktionen. Und kann es natürlich auch entsprechend berechnen. Für die Bemessung, die nach Eurocode erfolgt, der neue Eurocode ist ja in Bearbeitung, wird voraussichtlich, ich denke mal, Ende, Anfang nächsten Jahres dann soweit sein. Dort wird auch ein deutlich größerer Teil von Brettsperrholz enthalten sein. Und wir bieten aber auch eine Vorbemessungssoftware an, die natürlich die Bemessung unterstützt. Wir produzieren Brettsperrholz an unserem Standort in Schlitz bei der Firma Pfeiffer. Der ist seit 1997 hier bei uns im Unternehmen. Dort wurden mal Schalungsplatten und Schalungsträger produziert. Die Produktion ist dann abgewandert und seit 2019, 2020 produzieren wir dort Brettsperrholz mit einer Kapazität von ca. 100.000 Kubikmeter pro Jahr. Die Investitionssumme lag bei ca. 30 Millionen Euro in mehreren Ausbaustufen. Wir verarbeiten ausschließlich Fichte aktuell, haben aber natürlich auch andere Holzarten ein bisschen im Blick. Versorgt werden wir von unseren Sägewerken in Lauterbach und aus Finnland. Und hier mal ein kleiner Überblick, wo sich Schlitz befindet, im schönen Hessen, Mitteldeutschland. Also nach allen Richtungen, sage ich mal, gleich kurze Distanzen für den Transport. Und hier sehen Sie auch gleich die Ausbreitung der Pfeiffer-Gruppe über 4 Länder, 13 Standorte und einem Einschnitt von ungefähr 5 Millionen Festmeter Holz im Jahr. Die Herstellung Brettsperrholz, mal hier dargestellt, exemplarisch. Wir sägen unsere Bretter natürlich im Sägewerk zu den entsprechenden Stärken, 20, 30, 40 Millimeter. Danach wird getrocknet, technische Trocknung auf 12% Holzfeuchte. Dann Punkt 3 erfolgt eine technische Sortierung auf die Festigkeit der Holzlamellen und im Anschluss eine Kaltzinkung zu einer endlosen Lamelle, die dann nach Längs- und Querlage abgekappt wird und diese Lagen werden dann über Kreuz, vorwiegend über Kreuz, verklebt. Wir verwenden einen PU-Klebstoff für die Kalzinke und auch für die Flächenverklebung. Und daraus ergeben sich dann bei uns Platten von einer Stärke minimal 60 bis 280 Millimeter und längstens 14,50 Meter und in der Breite bis maximal 3,10 Meter. Die Aufbauten mal hier dargestellt, im Standardprogramm, relativ üblich, was auch, sage ich mal, der Markt und der Wettbewerb so sich darauf geeinigt hat, mittlerweile zum Glück. Also nicht mehr die krummen Zahlen, sondern jetzt 60, 80, 90, 100 Millimeter aufsteigend in den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Lamellen. Wichtig ist mir ganz kurz nochmal die Unterschiede zwischen Brettschichtholz und Brettsperrholz darzustellen. Die wichtigsten Punkte vielleicht ganz kurz bei Brettschichtholz, die Lamellen längs gelegt, in der Regel 40 mm stark, bei Brettsperrholz eben kreuzweise, wie wir es gerade gesehen haben. Brettschichtholz ist standardisiert nach einer EN-Norm 14080. Brettsperrholz ist noch nicht standardisiert, das heißt, jeder Hersteller benötigt eine europäische Zulassung oder Bewertung oder eine deutsche beaufsichtigte Zulassung. Im Brettschichtholz wird über Festigkeitsklassen hantiert, sage ich jetzt mal, mit GL24, GL28 je nach Aufbau. Im Brettsperrholz gibt es keine Festigkeitsklassen. Die Basis ist die C24-Lamelle. Die Werte der jeweiligen Platte werden über die ITER-Zulassung ermittelt. Also am Ende, wir haben die Stange auf der einen Seite als Brettschichtholz und die Platte beim Brettsperrholz. Das Ganze muss natürlich auch konstruiert werden. Da gibt es natürlich, sag ich mal, alle Freiheiten, die ich habe in der Konstruktion. Hier mal exemplarisch dargestellt ein T-Stoß für eine Wand.
Außenwand, Innenwand, eine einfache Variante, auf der linken Seite eine etwas aufwendige Variante mit Vorsatzschale, auf der rechten Seite. Aber Sie sehen hier relativ klar diesen lagenweisen Aufbau und dieses stringente Konstruktionsprinzip. Hier auch nochmal Verbindung Außenwand, Ecke, Dachanschluss und Sockeldetail. Gibt es natürlich auch je nach Projekt immer Unterschiede, je nach Höhenentwicklung, je nach Ausgestaltung, je nach Architektur. Hier nochmal ein Detail für einen Deckenanschluss. Auf der linken Seite eher einfacher gestaltet, sichtbare Innenseiten. Und auf der rechten Seite Anschluss einer Brettsperrholzdecke in eine Holzrahmenbauwand. Da ist natürlich dann ein bisschen mehr geboten. Und Sie sehen auch hier schon, da geht es dann auch ganz klar um die Themen Schallschutz, Brandschutz natürlich auch, die Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und beim Thema Schallschutz gebe ich gerne weiter an den Stefan, der eben zur Entkopplung gerade dieser Auflagesituation ein bisschen mehr erzählen wird. Dankeschön. Ja, Bernd, vielen Dank für das Wort. Ganz kurz im Vorfeld, Rotoblas, warum dürfen wir hier überhaupt reden? Was machen wir? Wer sind wir? Wir sind ein Südtiroler Unternehmen, sitzen in der Nähe vom Kalterer See und beschäftigen uns mit ein paar Bereichen, hauptsächlich aber im Holzbau. Das einmal ist das Thema Befestigung, dann das Thema Luftdichtigkeit und Bauabdichtung. Da kommen wir im zweiten Teil ja nachher noch dazu. Dann haben wir das Thema Schalldämmung. Da kommen wir jetzt gleich dann dazu. Thema Absturzsicherung und Werkzeuge und Maschinen. Was ist uns wichtig? Wir sagen, wir garantieren Lösungen für das Planen und Bauen mit Holz, leicht zugänglich und angepasst an die Bedürfnisse aller Märkte. Das beschreibt uns sehr, sehr gut. Uns ist es wichtig, dass wir Lösungen präsentieren und nicht über Probleme diskutieren und das Planen und Bauen mit Holz. Wir sind seit 1990 auf dem Markt. Wir haben uns nie mit was anderem beschäftigt als mit dem Holzbau. Dementsprechend gut ist unsere Kompetenz in diesem Bereich. Leicht zugänglich. Wir versuchen, unser Wissen nicht für uns zu behalten, sondern den Holzbau weiterzubringen. Deswegen investieren wir auch in Webinare wie heute zum Beispiel. Oder wer unsere Unterlagen kennt, wer unsere Kataloge kennt, sieht, man kommt bei uns sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut an verschiedene Informationen dran. Und angepasst an die Bedürfnisse aller Märkte. Wir sind ein weltweites agierendes Unternehmen mit knapp 650 Mitarbeitern, machen so 150 Millionen Euro Umsatz. Und dementsprechend passen wir uns natürlich an die Märkte an. Wir sind in Chile genauso vertreten wie in Kanada, Amerika, in Gesamteuropa, aber auch in Australien. Das heißt, wenn man bei uns die Sachen durchschaut, dann wird man vielleicht die ein oder andere Bahn entdecken oder das ein oder andere Verbindungsmittel, wo man sagt, hoppla. Was genau ist jetzt da der Hintergrund für? Brauchen wir in Deutschland nicht? Vollkommen richtig, viele Dinge brauchen wir in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern brauchen wir dafür diese Dinge. Dementsprechend haben wir ein großes Produktportfolio. Großteil unserer Produkte entwickeln wir selber, lassen sie dann extern produzieren und vertreiben sie dann wieder selber. Das heißt, das gesamte Engineering, das gesamte Know-how ist bei uns in der Regel in der Firma. So viel ganz kurz in der Kürze, was Rotoblas überhaupt macht, was Rotoblas ma wer wir sind. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema Schallschutz. Wir haben allgemein das Thema, dass wir einen Direktschall oben haben. Wir haben hier jetzt einfach mal eine Decke rausgezogen. An der Seite sieht man die Wände und oben zwei Schallquellen. Die eine ist für den Körperschall, die andere für den Luftschall. Körperschall ist oder Trittschall ist das, wenn ich einfach oben auf dem Boden rumlaufe. Und dann haben wir das Thema des Luftschalls. Das ist das, wenn ich oben rede oder ähnliches, was unten drunter ankommt. Und der Schall kann entweder den direkten Weg von oben nach unten durchgehen, also von hier nach dort direkt durch das Bauteil gehen, aber er kann sich eben auch ein paar Auswege suchen und außen rumlaufen. Und diese Wege versuchen wir dann entsprechend mit Entkopplungsbändern zu blockieren. Den direkten Weg haben wir relativ gut im Griff im Holzbau mittlerweile. Da kann man einfach gesagt sagen, vernünftiger Estrichaufbau, passend zum Deckensystem, dann ist der Direktschall eigentlich kein Thema mehr, das wissen wir. An den Flanken wird es ein bisschen komplizierter. Was soll ich hier wo machen? Idealerweise legen wir hier irgendwelche Störstellen, sage ich jetzt mal, ein.
oben und unten. Die untere ist hauptsächlich im Bereich des Trittschalls, also diesen Weg hier zuzumachen, die obere für sämtlichen Schall, der in die Wand reinkommt. Wie ich gerade eben aber schon gesagt habe, über den Estrichaufbau blockieren wir in der Regel alles, was über den Trittschall direkt kommt. Und damit blockieren wir natürlich auch diesen einen Weg hier. Das heißt, das Band hier unten kann sein, dass es manchmal notwendig ist, in der Regel aber nicht notwendig. Ich sage immer, umsatztechnisch ist es natürlich optimal, wenn Sie oben und unten ein Band einlegen. Aber technisch gesehen reicht in der Regel hier oben was, weil wir sagen, über den Estrichaufbau kommt nichts in die Decke, über die Wand kommt nichts in die Decke und wenn oben nichts reinkommt, kommt unten auch nichts raus. Wie funktioniert jetzt so eine Entkopplung? Wir haben im Gegensatz zur Fläche, wo wir ein Massefeder-Massesystem haben, haben wir hier ein Massefeder-Dämpfersystem. Das heißt, unser C ist noch ein kleiner Dämpfer. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Massefeder-Massesystem ist, wenn das kleine Kind auf den Schaukelpferden, auf einer Federwippe auf dem Spielplatz sitzt, mit der Geschwindigkeit, mit der das Kind nach vorne geht, wird es mehr oder weniger auch zurückgeworfen. Das macht den Spaß an der ganzen Sache natürlich auch aus. Wir haben aber keine Dämpfung in dem System. In dem Moment, wo wir auf die Wand gehen, brauchen wir aber einen Dämpfer und dann sind wir nicht mehr in der normalen Federwippe, sondern dann sind wir im Bereich der Stoßdämpfer. Das heißt, wie beim Auto oder beim Fahrrad, wir haben eine Verzögerung in der Dämpfung und dieses Gesamtpaket brauchen wir, um im Bereich des Schallschutzes hier effizient zu werden. Und so wie das beim Auto, beim Fahrrad oder beim LKW auch ist, haben wir verschiedene Stärken an Stoßdämpfern und so ist das hier auch. Das sind unsere Entkopplungsbänder, sieht man hier. Und die gibt es in verschiedenen Farben, hat vielleicht der ein oder andere auf der Messe mal gesehen. Es sind dann immer diese Stände, wo dann ganz, ganz viele verschiedene Farben rumliegen. Warum die verschiedenen Farben? Das ist ähnlich wie eben beim Auto und beim Fahrrad. Ein Stoßdämpfer, der im Fahrrad ist, ist auch deutlich weicher oder reagiert auf einen anderen Lastbereich wie ein Stoßdämpfer, den ich ins Auto einbaue oder in den Lastwagen einbaue. Sind einfach ganz verschiedene Lastbereiche und auf die müssen wir das Ganze anpassen. Klingt jetzt kompliziert, ist an sich aber relativ einfach. Machen wir zum Beispiel von Rotoblas als Serviceleistung. Wir bekommen die Lasten reingeschickt und sagen euch dann, an welcher Stelle wir welches Band brauchen. Wie man hier nochmal sieht, wir legen die Bänder unter die Wand unten drunter. Sind monolithische Bänder bei uns, unser Xylophon 6 mm stark. Das heißt auch, das Arbeiten des Holzes beziehungsweise, Entschuldigung, das Lastaufbringen stumpft das Band jetzt nicht zu arg ein. Wir haben ungefähr eine Setzung von 0,6 mm. Das heißt, hier sehr, sehr wenig hohe Belastbarkeiten bei eben einem sehr, sehr vernachlässigbaren Setzmaß. Wenn wir jetzt die Bänder ausgewählt haben, ist häufig dann die Frage, ja, habe ich zwar ein Band, aber was genau muss ich jetzt berücksichtigen? Wie sieht es mit Verbindungsmitteln aus? Wie sieht es mit Winkeln aus? Darf ich noch durchschrauben? Diese ganzen Bereiche. Und welche Werte darf ich als Schallschützer annehmen? Und wenn ich jetzt Winkel nehme, das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir eine gewisse Planungssicherheit und haben hier seit Februar eine ETA für das Xylophon. Damit sind wir die ersten und einzigen auf dem europäischen Markt, die da eine Zulassung für haben. Und hier ist ganz wichtig, wir haben einerseits die Bänder gemessen und wie man es hier sieht, inklusive der Verbindungsmittel, inklusive Schrauben und das Band nur oben eingesetzt. Das ist aus unserer Meinung nach ist es extrem wichtig, dass der Planer hier einfach entsprechende Werte hat. Und zwar nicht nur der Schallschützer. Wie man hier sieht, haben wir hier immer die Stoßstelle angegeben mit 17 Dezibel. Was muss ich machen? Und dann auch die entsprechende Verbesserung. Also was bringt das Band eigentlich? Und das ist jetzt für den einen oder anderen, der sagt, gut, was brauche ich das jetzt? Ganz, ganz wichtig ist das für denjenigen, der den Schallschutznachweis machen muss. Er hat ein System, mit dem er durchgängig rechnen kann und der Statiker kann entsprechend mit den passenden Winkeln auch arbeiten. Passende Winkel, muss ich Verbindungsmittel entkoppeln? Ja, wir empfehlen es. Wie man hier sieht, gibt es da relativ einfache Systeme von uns. Das ist unser Nino-Winkel mit einem Lager unten drunter. Das ist eine relativ kostengünstige Sache. Und wichtig auch natürlich, das Ganze muss statisch leistungsstark sein. Es bringt nichts, wenn ich einen komplett entkoppelten Winkel habe, aber der nur 1 kN aufnehmen kann. Dann beißt sich die Katze irgendwann selbst in den Schwanz, wenn ich dafür so viele Winkel nehme. Also da, wenn wir entkoppeln,
wenn es geht, auch die Winkel entkoppeln und da schauen, dass man leistungsstarke Winkel bekommt auf dem Markt. Die gibt es auf dem Markt, kostengünstig. Da wird die Auswahl dann schon wieder deutlich kleiner. Die Winkel sollten einfach zu montieren sein, bei uns Band hinlegen, festnageln und die Sache ist erledigt. Und das System ist relativ fehlerunanfällig bei uns. Was wir immer wieder sehen, ist, dass gefordert wird, die Schrauben zu entkoppeln. Es ist immer wieder die Frage, muss ich meine Schrauben auch entkoppeln? Wir bieten es an und es gibt Fälle, in denen es sinnvoll ist. Pauschal würde ich aber sagen, eine Schraube kann entkoppelt werden, muss aber in der Regel nicht entkoppelt werden. Es ist ein, ja, treibt die Baukosten in die Höhe und wenn der Holzbau immer teurer wird als der Betonbau, dann wird er am Ende vom Tag nicht gebaut. Da haben wir alle nichts davon. Wir wollen genauso hochwertig oder wir bauen hochwertiger als der Betonbau. Wir sollten auch noch kostengünstiger irgendwann werden. Deswegen, wenn irgendwo entkoppelte Schrauben da sind, gerne nochmal Rückfrage an uns stellen. Ist das wirklich in dem Fall notwendig? Wie gesagt, in der Regel ist es nicht notwendig aus unserer Sicht. Es gibt so ein paar Gerüchte auf dem Markt und ich möchte so ein bisschen so die Angst nehmen, weil da ganz, ganz viel gesagt wird. Das Erste ist, was häufig heißt, ja, die unterschiedlichen Farben der Bänder führen zu unterschiedlichen Qualitäten. Nein, egal, das ist herstellerübergreifend, gilt das. Ich entscheide mich für ein Produkt und jegliche Farbe spielt dann von der Qualität am Ende vom Tag keine Rolle mehr. Da geht es rein um die Abstimmung des Lastbereiches. Also ich brauche die verschiedenen Farben und ich brauche die verschiedenen Festigkeiten, aber es hat nichts damit zu tun. Ich nehme das Härteste und damit habe ich einen besseren Schallschutz, wie wenn ich das Weichste nehme. Die gesamte Produktgruppe Xylophon bringt mehr oder weniger das gleiche Stoßstellenverbesserungsmaß. Die Lastabhängigkeit führt angeblich zu Problemen, haben wir gehört. Nein, sie führt überhaupt nicht zu Problemen. Das Aberwitzigste, was ich hier gehört habe, ist, wenn man aufgrund der Lastabhängigkeit der Bänder, wenn man ein Wattebett oben oder ein Aquarium ins Wohnzimmer stellt, dann funktioniert der Schallschutz nicht. Nein, die Bänder haben so viel Toleranz und auch unsere statischen Systeme haben so viel Toleranz. Da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass da die Verkehrslasten zu Problemen führen würden. Dann das Brettsperrholz drückt bei den Querlagen ja viel, viel stärker ein. Bernd, da kannst du vielleicht nochmal korrigieren, falls ich hier was Falsches sage, aber das ist uns neu, dass das passiert, zumal wir unten ja sowieso quer zur Faser gehen. Also da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass hier das Brettsperrholz irgendwie zu Problemen führen würde. Die Bänder funktionieren im Holzrahmenbau genauso wie im Brettsperrholz. Und als letztes, es wird häufig geworben mit unterschiedlichen Werten. Wir sagen, unsere Bänder haben einen Delta-KIJ-Wert von 7 Dezibel. Das heißt, die Stoßstelle wird um 7 Dezibel verbessert. Das heißt, eben rein die Verbesserung. Ohne Band haben wir 7 Dezibel weniger, wie wenn wir unser Band einsetzen. Wir haben draußen aber andere Mitwettbewerber, die sagen dann, ja, bei uns kriegen sie 21,8 Dezibel. Vorsicht, hier geht es nicht um die Verbesserung, sondern hier geht es rein um den absoluten Wert. Und nicht eben um die 7 Dezibel, die wir draußen angeben. Den Wert muss man vergleichen mit unserem Wert, zum Beispiel hier die 20,4 ohne Band. Das heißt, der normale Stoß bringt 20 Dezibel und mit dem Produkt hier kommen wir auf eine Verbesserung auf einen 21,8. Das heißt, wir haben hier lediglich eine Verbesserung von 1,4 Dezibel und bei uns haben wir mit Band 26,8. Das heißt, hier kriegen wir eine Verbesserung plötzlich von 6,4 Dezibel. Also hier aufpassen, was für Werte, wenn jemand mit extrem hohen Werten kommt, mit wir bei uns die Stoßstelle 20 Dezibel, 25 Dezibel, dann immer nachfragen, ist das die Verbesserung, ist das inklusive Verbindungsmittel, ist das inklusive was genau und nicht einfach nur den einzelnen Wert nehmen und meinen, man hat hier plötzlich ein Produkt, das wesentlich besser ist. Wie der Bernd schon gesagt hat, in einer Stunde zwei Themen beschäftigen. Wir können uns nicht zu tief gehen. Das ist ein grober Überblick mal gewesen. Und wir haben jetzt Zeit für eure Fragen. Also alles, was ihr an Fragen zum Thema Schallschutz habt, beziehungsweise zum Thema Brettsperrholz, könnt ihr jetzt schon mal in den Chat schreiben. Und die werden wir dann entsprechend jetzt hier direkt beantworten. Alle Fragen, die dann im Laufe des Ganzen kommen, werden wir dann natürlich dann im zweiten Frage- und Antwortblock beantworten, insofern sie bis dahin noch nicht beantwortet sind. Genau. Eine Frage haben wir, Stefan. Ich denke, die können wir auf alle Fälle jetzt schon gleich beantworten.
Woher kommt der Unterschied zu den anderen Herstellern? Werden andere Materialien verwendet oder gibt es, also wo liegen die Unterschiede? Die Unterschiede liegen einerseits, wir haben ein nicht geschäumtes Material oder grundsätzlich mal von vorne angefangen. Die ursprüngliche Entwicklung kommt aus einem Bereich, die in der Entkopplung von Maschinen und Ähnlichem zu Hause sind. Und dieses Produkt haben wir anfänglich auch vertrieben und haben dann dieses Produkt weiterentwickelt. Das heißt, wir haben schon kein geschäumtes Material mehr. Am Ende vom Tag ist es alles mehr oder weniger PU. Es gibt eine große Ausnahme, aber 95% aller Sachen sind PU oder aufgeschäumte Polyurethanbänder. Die Zusammensetzung des Ganzen ist ein bisschen unterschiedlich. Das eine Material ist ein bisschen weicher, das andere ist ein bisschen härter, dämpft mehr. Da kann man, als wenn man Kunststoffchemiker, Kunststoffwissenschaftler ist, kann man das relativ genau einstellen. Es gibt ein anderes Produkt, wie gesagt, was komplett anders funktioniert, um es so zu sagen. Das sind mit reibungsdämpfenden Materialien gefüllte Platten, um es ganz produktneutral auszudrücken. Hier ist sich aber mittlerweile die Fachwelt einig, dass die Wirksamkeit sich im Rahmen von OSB-Platten verhält. Also von daher alle Bänder, die da sind. Wo liegen trotzdem die Unterschiede? Wir haben preislich teilweise extrem hohe Unterschiede und ähnliches. Das liegt einfach daran, wie viel Werte stelle ich zur Verfügung. Eine ETA, das Ganze zertifizieren zu lassen, kostet einfach Geld. Und diese garantierten Leistungen, die wir eben garantieren, die von externen Seiten abgeprüft wurden, auch sind einfach, die muss ich ein Stück weit mit bezahlen. Die Entwicklung kostet Geld, wenn ich ein Produkt einfach nur irgendwie auf den Markt werfe und sage, ja, wird schon irgendwie funktionieren, kann man für den Zweck vielleicht auch anwenden. Bin ich natürlich in einem anderen Preis, dann bin ich aber auch in einer anderen Qualität. Deswegen sagen wir immer, schaut, was ihr braucht und dann muss es bezahlt werden und nicht das Produkt nach dem Preis, weil Schallschutz ist im Nachgang wirtschaftlich nicht sanierbar. Nachdem der Stefan erzählt hat, wie man den Schall entkoppelt, darf ich jetzt ein paar Projekte vorstellen. Wie gesagt, wir wollten ja Lust machen auf Brettsperrholz, auf Bauen mit Brettsperrholz. Das sind jetzt Projekte, die Pfeiffer ausgeführt hat in den vergangenen 5 Jahren. Und die auch die Bandbreite natürlich zeigen und die Möglichkeiten, die es mit Brettsperrholz gibt. Hier ein Einfamilienhaus, sehr moderne Bauweise in Frankreich. Hier sieht man auch die Möglichkeiten nochmal ein bisschen dargestellt über die Auskragung, die eben jetzt ohne Stütze oder auch ohne großes Zurückhängen möglich werden, auch bei verhältnismäßig großen Lasten, die ich eventuell auf meinem Balkon oder auf meiner Dachterrasse dann eben dort oben habe. Zweites Projekt auch wieder Einfamilienhaus, auch sehr moderne Bauweise, auch hier wieder in der Platte gedacht oder in der Fläche gedacht, so ein bisschen abgehobenes Dach aufgelagert hier am Eck auf Stahlträger. Und natürlich mit einer kleinen Auskragung auf alle Seiten diese überkreuzte Verklebung und damit die zweiachsige Lastabtragung einfach ausgenutzt, die jetzt Brettsperrholz möglich macht. Ein größeres Projekt, ein sehr schönes Projekt in Groningen in den Niederlanden. Dort haben wir die Dachelemente, die Dachplatten geliefert für diesen Supermarkt, Einkaufsmarkt. Die Dachplatten wurden dann nochmal unterseitig bekleidet. Man sieht es auf dem mittleren Bild mit einer Holzschalung. Die waren also in Industriequalität nicht sichtbar geliefert, dienen aber auch der Aussteifung in Dachebene für die Konstruktion und da hat sich eben Brettsperrholz ganz eindeutig angeboten. Ein weiteres Projekt, mal ein Beispiel, dass Brettsperrholz nicht oder Holzbau nicht immer nur mit Holz sein muss, sondern auch immer als Hybrid ausgeführt werden kann. Hier Dachelemente, Deckenelemente, die auf eine Stahlkonstruktion gelegt werden und damit verbunden. Das ist die Stadtteilschule in Ludwigsburg, die Anfang 2022
im Schuljahr 2022, 2023 jetzt eröffnet wurde. Und da sind wir auch besonders stolz drauf, den Holzbaupreis Baden-Württemberg erhalten hat. Also gerne mal googeln und im Internet schauen. Ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Holzbau und Einsatz Brettsperrholz, ein sehr effizienter Einsatz von Brettsperrholz als vorgefertigte Decken- und Dachelemente. Ein weiteres Beispiel, ein typisches Beispiel für eine Wohnanlage, in diesem Fall jetzt in Norditalien in Mailand, mehrgeschossig gebaut, in dem Fall fünf geschossig sogar. Und leider Fotos ein bisschen eingerüstet, aber hier war natürlich entscheidend die Schnelligkeit der Bauweise, um möglichst frühzeitig dann auch mit dem Bezug dieses Objekts beginnen zu können. Weiteres Projekt, das Studentenwohnheim in Frankfurt, das war 2021 eines unserer bisher größten Projekte, die wir ausführen durften. Wir haben dort Wände und Decken- und Dachelemente geliefert. Insgesamt 3.500 Kubikmeter Brettsperrholz. Man sieht hier oben links das Bild im fertigen Zustand. Beherbergt knapp 400 kleine Apartments für Studierende der Goethe-Universität in Frankfurt. Ist aber auch genutzt als sogenanntes International House, also für Austauschstudenten aus anderen Ländern. Man sieht hier auch das Konstruktionsprinzip. Das Sockelgeschoss, Erdgeschoss wurde aus Beton ausgeführt, weil dort natürlich sehr große Spannweiten auch zum Teil zu überbrücken waren. Hat natürlich auch Brandschutzgründe. Und hier die Treppenhauskerne farbig dargestellt wurden auch aus Stahlbeton hochgezogen, und es gab noch diese Schotten, die Brandabschnitte dann eingeteilt haben, und dazwischen wurde dann Brettsperrholz verbaut. Ganz üblich, Wände gestellt und dann Decken oben drauf, zum Teil auch mal mit Stahlunterzügen gearbeitet. Relativ komplexe Geschichte, aber durch den hohen und genauen Vorfertigungsgrad von Brettsperrholz natürlich sehr gut und auch schnell und einfach zu bewerkstelligen. Ein weiteres Projekt in Frankfurt, wo man auch sieht, dass es gar nicht unbedingt nach Holzbau aussehen muss. Das ist ein Budgethotel in der Nähe des Flughafens, wo Sie quasi die Nacht vor Ihrem Abflug oder die Nacht, nachdem Sie ankommen, spät übernachten können. Das Hotel Platzhirsch war ursprünglich als Modulbau geplant, also Boxen aus Brettsperrholz vorgefertigt auf die Baustelle gefahren. Das hat man dann verworfen und ist hier auch eher auf eine herkömmliche Bauweise gegangen, hat also einzelne Wandelemente, Wandtafeln gestellt und dann die Deckenelemente aufgestellt. Hier auch die schnelle Bauweise war sicherlich einer der Gründe für Brettsperrholz. Es wurde alles auch bekleidet, und was man hier auf dem unteren Bild natürlich sehen kann, man hat gewisse Herausforderungen während der Montage von solchen großen Projekten, und die Decke hier ist offensichtlich natürlich nass geworden durch einen Regenschauer. Das hat in dem Fall keinerlei Auswirkungen gehabt, weil das alles in Industriequalität ausgeführt wurde, also auch mal ein Wasserfleck keine Veranstaltung war. Aber dennoch gilt es natürlich bei dem auch steigenden Anteil von Sichtoberflächen im Holzbau, und die Bauherren möchten logischerweise die Konstruktion auch sichtbar belassen, gibt es Dinge zu überlegen, wie kann ich mein Gebäude, wie kann ich meinen Bau während der Konstruktion schon schützen? Und dazu übergebe ich wieder an den Stefan, denn da gibt es eine ganz praktikable Lösung von der Firma Rotoblas. Feuchteschutz während der Bauphase. In der Planung sieht es immer ganz, ganz toll aus. In der Planung ist es immer trocken. Nur leider ist die Realität halt in Deutschland so, dass wir 130 Tage Regen haben. Und wir sind der Meinung, oder ich persönlich bin auch der Meinung, ein Wetterschutz ist einzuplanen. Also es sollte Teil des gesamten Planungsprozesses, auch des Angebotes sein, dass wir hingehen und sagen, ja,
Wetterschutz. Es kann auch mal zu Schlechtwetterphasen kommen. Ich komme aus dem industriellen Fertigbau, da haben wir das Haus morgens angefangen und abends, wenn wir nach Hause kamen, von der Bodenplatte abweg, waren wir regendicht. Aber wir bauen mittlerweile halt doch etwas größere Häuser, wie es der Bernd gerade auch gezeigt hat. Und da muss ich mir über den Witterungsschutz einfach Gedanken machen. Wenn ich das nicht mache, ist es ein Stück weit fahrlässig. Was kann man also machen? Es gibt einmal das Thema von Abdeckplanen. Das sieht dann so aus, dass ich wirklich jeden Morgen zudecke und das Ganze wieder, also abdecke und abends dann wieder zudecke. Hier haben wir natürlich das Thema, die ganze Sache ist wiederverwertbar. Das heißt, ich lasse nichts im Bauwerk, was die Nachhaltigkeit angeht und ähnliches. Und ich habe nur einmalige Anschaffungskosten. Das heißt, ich kaufe mir das Ganze ein einziges Mal und dann kann ich es immer wieder wiederverwerten. Ich kann es morgens hinbringen, wenn meine Baustelle abgeschlossen ist, nehme es auf die nächste Baustelle und arbeite damit weiter. Nachteil ist natürlich, ich muss es täglich anbringen. Das heißt, jedes Mal nach oder kurz vor Feierabend bringe ich das Ganze auf und ich habe keine Möglichkeit, wirklich weiterzuarbeiten. Das heißt, wenn ich so einen leichten Nieselregen habe, dass es sich nicht so richtig lohnt, die Abdeckplane drüber zu machen, aber ich könnte eigentlich da draußen arbeiten, aber mir saugt das Holz halt dann doch plötzlich voll. Da kann ich dann bei diesen Bahnen natürlich auch mit diesen Abdeckplanen nicht arbeiten. Wir kennen das Ganze aus Schweden, da wird es häufig benutzt oder bei extrem sensiblen Bauwerken, also wenn ein Museumsdach renoviert wird oder ähnliches, dass man da ganze Zelte oben drüber baut, die dann mit dem Gebäude weiter wachsen und die im Regenzugfall zugezogen werden können. In dem Moment, wo Sonne scheint, kann ich das Ganze links und rechts zur Seite relativ stark schieben auf Rollgerüsten entsprechend, um weiterhin Kranbetrieb haben zu können. Also da gibt es ganz, ganz tolle Lösungen, sehr, sehr gute Lösungen, aber die sind natürlich auch kostspielig. Das muss sich dann entsprechend rechnen. Was wir aber auch haben, ist ein werkseitig angebrachter Bauzeitenschutz und da gibt es eben verschiedene selbstklebende Bahnen und da habe ich dann eben keine zusätzliche Montage, Demontage mehr. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal, wenn ich auf die Baustelle komme, erst alles wegräumen, um es danach wieder hinbauen zu können, sondern ich habe im Prinzip immer da Zugang dann entsprechend. Und ich kann, wenn ich so einen leichten Niederschlag habe, natürlich auch entsprechend weiterarbeiten. Ich muss nicht jedes Mal, ich muss dann vielleicht mal abwischen obendrauf, aber wenn es so ein bisschen nass wird, das ist mein Holz doch relativ gut geschützt. Und die haben mittlerweile eine sehr, sehr hohe mechanische Festigkeit. Und da unterscheiden wir uns dann etwas vom restlichen Markt. Die gibt es auch mit zusätzlicher Funktionsschicht. Also nicht nur dicht und kein Wasser und fertig, sondern das Ganze gibt es dann auch entsprechend mit verschiedenen Funktionsschichten, dass ich die Folien im Nachhinein weiter noch verwenden kann. Häufiges Thema, was ja immer mehr kommt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Einerseits reden wir vom Thema Nachhaltigkeit, baut bitte in Holz und dann kleben wir erstmal obendrauf überall schon beim Produzenten eine Dampfbremse, eine Dampfsperre oder eine diffusionsoffene Bahn. Ist das Ganze nachhaltig, weil ich kann die Bauteile danach ja nicht mehr in der Form trennen. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, ja, es ist trotzdem nachhaltig. Das kann man guten Gewissens machen, denn wenn ich die Bauteile danach sowieso in Schredder packe, dann ist es einerseits egal, aber wir wollen die Sachen ja mehrfach verwenden und dann werde ich die Sachen irgendwo demontieren müssen und dann ist es ganz gut, wenn ich da schon den Feuchteschutz drauf habe. Das heißt, auch da kommt es mir im Endeffekt wieder zugute. Und wir können trotzdem die Platten bearbeiten, wir können sie trotzdem noch sägen oder ähnliches, wenn mal eine Platte nicht genau passt. Das heißt, die Wiederverwendbarkeit, da stört es überhaupt nicht, wenn wir schon vorher diese Bahnen entsprechend drauf gemacht haben. Was gibt es da jetzt allgemein für Bahnen? Bei uns haben wir immer eine Zahl hinten dran stehen, 200, 300, 260, 250. Da ist ganz einfach gesagt, einfach nur die Grammatur, wie schwer ist die Bahn oder wie dick ist die Bahn? Und wie man jetzt hier sieht, ist, wir haben das Ganze diffusionsoffen. Das heißt, wenn ich mal eine Fassade habe, wo ich auf die Außenseite was drauf machen möchte, um da einen Witterungsschutz drauf zu haben, dann kann ich das hier mit einem speziell entwickelten Kleber machen, der eben diffusionsoffen ist. Ich kann das Ganze aber hier auch als Dampfbremse einsetzen mit einem SD-Wert von 19 Metern oder dann auch wirklich als Dampfsperre. UV-Beständigkeit ist eine relativ einfache Sache, herstellerübergreifend wieder. Da gibt es eine Norm für. Ich packe die ganzen Sachen in ein Fern- und UV-Licht ausgesetzt.
Dann wird mitteleuropäisches Klima simuliert oder UV-Einstrahlung simuliert und es wird geschaut, wie lange hält die Folie der ganzen Sache stand. Also da lassen sich die Hersteller sehr, sehr gut miteinander vergleichen. Viel enger wird das Ganze, wie lange die Sachen bewitterbar sind. Jeder Hersteller darf selber beurteilen, was für ihn bewitterbar ist. Sage ich, naja, ich bin halt irgendwo an einem verschatteten Plätzchen, nicht der Witterung quasi exponiert, es regnet wenig und alles. Oder setze ich das Ganze auf 2500 Meter auf eine Almhütte, wo es jeden Tag stürmt und windet. Da darf jeder Hersteller das ja so machen, wie er möchte. Wir haben uns für einen sehr, sehr konservativen Wert entschieden. Das heißt, unsere Folien sind dann, wenn wir sagen, 3 Wochen bewitterbar, halten die garantiert Wind und Wetter 3 Wochen aus. Da braucht man sich überhaupt gar keinen Kopf machen. Nach 3, 4, 5 Wochen sollte ich dann aber entsprechend die Baustelle zumachen. Im Anbetracht der Zeit gehe ich über die nächsten Folien, das ist ein bisschen schneller. Die Adhesive, also sämtliche Bahnen sind bei uns die Adhesive-Bahnen, die sind selbstklebend, die bringe ich werkseitig eben schon auf, vollflächig verklebt und klebe dann nur noch auf der Baustelle die Stöße zu und bin so mehr oder weniger vom Regen geschützt. Da immer bitte auch aufpassen, wo leiten wir das Wasser danach hin? Also sich nicht nur Gedanken darüber machen, naja, wir haben hier über die Bahn oben drauf, sondern dann auch kontrolliert schauen, wo leiten wir das Wasser hin? Und das eben gilt für die verschiedenen Bahnen bei uns. Und abschließend möchte ich noch so ein bisschen, wie läuft eine normale Planung bei uns mittlerweile ab? Es gibt 6 Phasen nach David Letterman. Am Anfang steht immer die Begeisterung bei einem neuen Projekt. Dann kommt irgendwann die Phase der Ernüchterung, die dann meistens fließend in die Panik übergeht und es werden die Schuldigen gesucht. Dann gibt es ein paar Leute, die hatten eigentlich wenig Schuld. Die werden dann bestraft. Und ein Freund von mir ist im Vertrieb ständig und der sagt immer, ja, ich war bei der Eröffnung von dem und dem Projekt wieder. Und dann sage ich immer, Daniel, du hast auch in dem ganzen Projekt nichts gemacht. Dann meistens die Phase der Auszeichnung der Nichtbeteiligten. Uns ist wichtig, Pfeiffer genauso wie Rotoblas, dass wir eine gute Planung haben. Dafür müssen wir uns regelmäßig weiterbilden, so wie ihr das ja heute gemacht habt. Gute Produkte brauchen wir natürlich. Das ist etwas, was Rotoblas und Pfeiffer zur Verfügung stellt und dann am Ende vom Tag eine gute und vernünftige Ausführung. Und jeder, der jetzt sagt, irgendwie so, oh, Holzbau, das klingt irgendwie kompliziert, das mit dem CLT, was genau war das jetzt nochmal zum Brettsperrholz und Brettschichtholz, ich verwechsel das immer, beziehungsweise Schallschutz und die ganzen Bahnen, diffusionsoffen und so weiter und so fort. Freund von mir ist Highliner, das heißt, er spannt eine Slackline über eine große Schlucht. Und da habe ich gesagt, oh, das würde ich ja nie machen. Und da meinte er, weißt du, Stefan, wenn man kompliziert oft genug macht, ist es irgendwann einfach. Und damit möchte ich jeden auch dazu ermutigen. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal für die Stunde Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Die bekommt ihr ja nicht wieder. Und wir stehen jetzt nochmal für Fragen über den Chat entsprechend bereit. Eine Frage haben wir vom Mark Kaiser schon mal, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Bändern ist. Das Xylophon ist wirklich das High-End-Produkt. Wenn wir mehrgeschossig bauen, wenn wir mehrere Wohneinheiten haben und am besten noch Eigentumswohnungen drin haben, selbstbezogenes Eigentum, dann haben wir einfach einen höheren Anspruch. Ich sage immer, oben die Anwaltskanzlei für Baurecht und unten die Kita. Da habe ich einfach andere Schallschutzanforderungen wie bei einem Investorenprojekt. Also daher, Aladdin und Piano sind einfach nicht ganz so hochwertig, sondern aber immer noch Standard und ordentlich. Und die Bänder, Luftigkeit, Winddichtigkeit, dadurch, dass wir es an den Stößen nicht garantieren können, ist das immer relativ schwierig. Und 2 Zentimeter schmäler dürft ihr die Bänder machen, wie die normalerweise wandbreit ist. Wer da genauer gehen möchte, ganz kurze Eigenwerbung. Wir haben speziell dafür ein Webinar, wo wir nur eine Stunde lang nur über diese Bänder reden. Da können wir gerne nochmal detailliert dann auch nochmal darauf eingehen. Dann ist Ja, die Frage, wie weit fertigt ihr eure CLT-Wände vor, inklusive Dämmung und Fassaden? Bernd, die Frage geht an dich. genau. Ja, also wir haben den Abbund bei uns im Haus. Also wir arbeiten dort mit zwei, eigentlich drei großen Hundeckeranlagen und wir können, ich sage es mal, die Elemente Montage fertig zuschneiden, auf die Baustelle bringen. Das bedeutet, Öffnungen sind ausgeschnitten, Fenster, Türen. Wir können auch stirnseitig bohren. Wir können Elektro
Dosen einfräsen, auch mit einer Phase schon an den Rand. Also da ist relativ viel möglich, auch schon Bohrungen vorsehen für Verbindungsbohrungen. Was wir nicht machen aktuell ist, wir dämmen die Elemente nicht, wir bauen keine Fenster ein, wir machen auch keine Holzfassade oder eine Gipskartonplatte und so ähnliches drauf. Also die Wand muss dann auf der Baustelle nochmal weiter, sag ich mal, fertig gebaut werden. Was wir aber können, ist zum Beispiel, dass wir bei den Deckenelementen die Abdichtung drauf machen, die der Stefan gerade erwähnt hat. Also wir können schon die Folie, die Witterungsschutzfolie direkt aufkleben. Das ist machbar. Aber wie gesagt, weitere Vorfertigung im Sinne eines, sag ich mal, Fertigbauteils, machen wir nicht. Gut, dann habe ich zwei Fragen, die an mich noch gehen. Das eine ist, wann ist ein Schallschutznachweis erforderlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, er ist immer erforderlich mittlerweile, genauso wie eine Statik erforderlich ist. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Und wie es mit der Dauerhaftigkeit zum Beispiel von Schallschutzbändern aussieht. Wir sagen, die sind 50 Jahre dauerhaft. Das ist kein Problem, dadurch, dass keine Luft und die sind ja nichts ausgesetzt. Was soll im Prinzip da einfach gesagt groß passieren? Dann haben wir noch eine Frage, die geht wieder an dich. Wie viele Leimschichten müssen bei Einfräsungen verbleiben, um die Luftdichtigkeit weiterhin noch zu gewährleisten? Also es geht um Elektrodosen und Außenwänden. Ja. Also Pfeiffer CLT gilt ab drei Lagen, ab drei, sage ich mal, unbeschädigten Lagen als luftdicht. Das ist auch so gemessen, ist auch so in unseren Unterlagen enthalten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie stark oder wie dick ist meine gesamte Wandplatte, dass, wenn ich die Dosenbohrung setze, noch meine drei Lagen unverletzt übrig bleiben. Da muss man dann sehen, ob ich da auskomme. Wenn die Wandplatte natürlich nur 100 Millimeter hat, was vielleicht für ein Einfamilienhaus der typische Wandstärke ist, und ich dort eine Steckdose in die Außenwand fräse, denn nur dort, sage ich mal, hat es ja dann das Thema mit der Luftdichtheit, ist es wahrscheinlich günstiger, bevor ich die stärkere Wand deswegen nehme, dass ich natürlich spezielle Leerdosen nehme, die eben luftdicht sind und luftdicht angeschlossen werden. Aber ab drei Lagen gelten wir Pfeiffer-Brettsperrholz als luftdicht. Gut, dann haben wir noch, können die Abdichtungsbahnen nur auf die Decke oder auch schon auf die Wände aufgebracht werden? Ja, also im Prinzip ist es uns, ich sage es mal, egal. Wände und Decken laufen liegend aus der Fertigung. Bei Wänden ist es ja die Außenwand, sage ich mal, wo es vielleicht noch Sinn macht. Die kann natürlich auch einseitig mit der Folie beklebt werden. Ob es unbedingt sein muss, ist die Frage. Wichtiger ist sicherlich, dass ich vielleicht die Stoßstelle an der Berührung zwischen Decke und Wand von außen abdichte, dass da kein Wasser hineinziehen kann. Aber die komplette Wand halte ich jetzt für eigentlich nicht sinnvoll, auch noch zu bekleben. Kann man aber natürlich machen, wenn es gewünscht ist. Also umsatztechnisch halte ich das für extrem sinnvoll. Nein. Wir haben die letzte Frage vom Rainer König. Ist die differenzierte Berechnung für den Trittschall laut der Broschüre anwendbar, wie man verschiedene Wege berücksichtigen kann? Aktuell lässt es die Norm noch nicht in der Form zu, dass wir mit den Delta-KJ-Werten arbeiten, aber die 12.354 lässt es zu. Da geht diese differenzierte Berechnung und kleiner Ausblick in die Zukunft. Die neue 4109 Schallschutznorm, die wird auch mit Planckenwerten schauen, dass das eben entsprechend funktioniert. Da ist aber gerade noch ein bisschen in der Entwicklung, wie man da was nochmal genau berechnet. Aber die Formeln, die stehen schon soweit drin in der Quadriga letztes Jahr. In der zweiten Ausgabe 2023 waren da schon eine Richtung angegeben. Also Rainer, da einfach mal reinschauen. Gut, wir haben alles beantwortet, glaube ich, Machen wir oder? Feierabend. Ja. Können wir Schluss machen? Ja, wie gesagt, eine Minute, 2 Minuten überzogen. Wir haben auch ein bisschen später angefangen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe gesehen, also es sind natürlich ein gewisser Schwund entstanden über die Zeit, aber es sind trotzdem sehr, sehr viele dabei geblieben. Ich hoffe, es war interessant und wir freuen uns auf eine Fortsetzung. Auch von meiner Seite aus einfach nochmal bei Pfeiffer schauen, wann das nächste Webinar ist. Und dann allen einen schönen Abend. Ja.
Wiedersehen.